Fall sparen. Oder was spielen ihr gerade so? Ich spiel gerade 6-3 Deutsche. Die, okay, die Hinterhaltstarnung habe ich noch gar nicht gesehen. Was denn? Was spielst du? Na, auch gleich 6-3 Deutsche wahrscheinlich, wenn überhaupt noch, Alter. Ich finde meine Aufgabe gerade fertig. Okay, naja, gut. Also, dann wechsle ich öfter wieder Party. Jo, du kannst doch generell mal öfters und etwas früher reinkommen. Das wäre mal sinnvoll, weil wir sind meistens nur noch zu zweit in der Party. Weil der Rest entweder GTA oder irgendwas anderes zockt oder die Kampfgruppe gewechselt hat, weil ich meine, das war das Beste, Alter. Weißt du, was Mika übertrieben hat? Mika hat die Kampfgruppe gechanged. Aus dem einfachen Grund, er kriegt dort anstatt, er kriegt dort 12.000 Kampfgruppenfahrzeugforschungspunkte. Weißt du, was er bei uns gekriegt hätte? 11.900. Wow. Wegen 100 Punkten wechselt er die Kampfgruppe, Alter. Ich habe einen Dezent aus der Chatgruppe rausgeschmissen, kommt bei mir nicht mehr in die Party, der Kerl. Lächerlich. Alter, der hat uns einfach nur, der hat uns für 100 Punkte verkauft. Für 100 Punkte. Spielt selber nicht und geht nur online, um die Punkte von denen abzustauben, weißt du? So ein Arschloch, Alter. Missgeburt. Na, ich hab jetzt auch wieder gewechselt. Ich bin jetzt im Krieg drin. Wie, du hast gewechselt? Was willst du denn bei uns? Hä? Das sollte eigentlich jeder mal sagen, weil wenn du rausgehst, bist du raus. Bist auch aus unserer, bist auch aus dieser Gruppe raus. Nee, ich bin gar nicht bei euch drin. In der Welt bin ich nicht drin. Nie öffentlich angewiesen. Warst du da nie drin? Doch, vor 2 Jahren oder so mal, aber... ist schon sehr lange her. Ich hasse es, wenn die Leute immer wechseln, Alter. Ich hasse es einfach. Warum wechseln die Leute überhaupt in eine Kampfgruppe, Alter? Verstehe ich nicht. Zockst du viel mit denen oder zockst du mit denen überhaupt nicht? Na doch, na klar spiele ich mit denen. Ich bin ja richtig aktiv, CGs die ganze Zeit. Ja gut, wenn die CW-Scheiß da mögen, bringt das nichts. Doch, 3000 Silverline, Golden Eagles. Ja, wenn die Season vorbei ist, wenn der erste Platz ist, richtig. Aber wenn man sich natürlich ins gemachte Nest bei der Kampfgruppe Krieg einhockt, dann heißt es aber auch nur, dass die besten 20 Spieler dieser Kampfgruppe die Kohle kriegen. Und wenn du nicht dazu zählst, dann kriegst du nichts. Ja, deswegen spiele ich ja aktiv, ich hab nichts, dann komme ich auf jeden Fall so hoch. Mir jede freie Minute dort am CW spielen. Das ist halt leider vorbei. Ja, sauber. Dann zocken die alle CW mit den Fahrzeugen, die sie schon haben, aber kommen in der Forschung nicht weiter. Glückwunsch! Hey, bleibt auf der Stelle! Ach Gott. Herrlich. Haben sie auch verdient, die Dengler? Haben sie auch verdient, die Dengler, habe ich gesagt. Ich habe CW deswegen genau aus dem Grund aufgehört, Alter, weil es forschungsmäßig nichts bringt. Du hast nur deine, ich weiß nicht, wie viele Leute meine CW noch hatte, ich glaube 6 oder 8 maximal. Na gut, und dann gucken wir mal, was ihr für einen Platz erreichen konntet und wir jetzt. Ja, wir erreichen überhaupt keinen Platz, weil wir an keinerlei CWs teilnehmen. Die Wertung zählt nur, wenn du an CWs teilnimmst. Wir nehmen generell nicht an CWs teil. Ja, ich weiß es, aber selbst wenn ihr es machen würdet. War das jetzt irgendwie eine Einladung auf 1 gegen 1? Nein, aber du weißt schon, wie ich es meine. Es ist halt, wir mit BNEF haben auch 3 oder 2 Monate immer CW gespielt und sind gerade so unter die Top 100 gekommen. Du kommst halt nicht gegen an, wenn du ganz PC spielen. Nee, du kommst generell nicht gegen diese Gruppen an, die über 120 Mitglieder haben, also 128 maximal, die dann mit 3 oder 4 Gruppen gleichzeitig CWs zocken, mit 3 oder 4 Gruppen gleichzeitig Punkte farmen. Wenn bei uns in der Kampfgruppe allerdings so viele drin sind, die mal da GTA spielen, da mal Dauntless spielen, da mal die spielen, da mal das spielen, du findest keine Leute. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt seit 2, 3 Wochen im Krieg drin, wir spielen auch immer nur eine Staffel. Hab das jetzt noch nie mitbekommen, damit jetzt 2 Staffeln haben sie. Die werden definitiv mit 2, 3 Staffeln laufen. Garantiert. Nee. Wenn das eine Gruppe ist. Ich würde das sehen auf dem PS. Wenn da zweite Staffel offen ist. Ja, das wäre mir zumindest auch zu blöd, auch noch extra Teamspieler zu installieren und mich damit noch zu kommunizieren. Weil entweder bin ich PS4-Spieler oder ich bin PC-Spieler, aber nicht beides zusammen. Schön, das geht schon. Aber alles in Ansichtssache halt. Naja.
Ich find's halt beknackt. Ich find's aber nur beknackt, dass quasi die Leute die CW zocken würden, wenn sie über die CW zocken wollen. Das wäre ja bei uns auch die Möglichkeit, da sollten sich die Leute halt einfach mal bei uns zusammenfinden, wenn jemand Bock hat, mal rumfragen, hey, pass auf, wer hat Bock, wer macht mit. Und dann auch Zeiten ausmachen, wo man zocken kann, aber nicht, dass der eine sagt, ja, ich komme heute mal, morgen komme ich nicht und dann habe ich da mal wieder was zu tun, da muss ich zu meiner Alten, da muss ich mir die Eier klauen. Ja, das ist halt kacke, weißt du? Deswegen bin ich dort dann auch rausgegangen. Weil es ist so ein Chaos dort in der Fahne, auch in der Party generell. Dann verstehe ich aber nicht, warum. Da verstehe ich aber nicht, warum ihr CWs zockt, Alter, und dann auf Monatsende wartet, wenn ihr jeden Tag Golden Elites kriegen könnt, wenn ihr einfach nur Turniere zockt. Verstehe ich nicht. Also irgendwo ist da die Dummheit großgeschrieben auf die Stirn. Das sind wie CWs, du zockst halt zum Beispiel 2 gegen 2 oder 1 gegen 1 oder 4 gegen 4 in Arcade, in RB, in Fliegen, in Panzer, in Schiffe. Kannst du aussuchen, kannst dich für alles mögliche anmelden und der Preis ist immer Golden Eagles. Oder Premium-Konto und Golden Eagles oder was weiß ich, Booster-Pakete 100% für 10 Runden und solche Sachen kriegst du alles. Also bis zum dritten, vierten Platz kriegst du alles. Und es sind halt Turniere, da nehmen halt mehrere Mannschaften teil und da könnt, macht doch sowas, Alter. Bevor ihr gegen alle Kampfgruppen zockt doch lieber gegen 3 oder 4 Mannschaften, habt eine größere Gewinnchance und kriegt euren Gewinn gleich nächsten Tag, Alter. Und nicht erst am Monatsende. Ihr könnt euch, was weiß ich, was hat der eine gesagt, der bei uns mal drinnen war, der macht das täglich. Und der hat sich seinen kompletten Premium-Status, seine kompletten Premium-Fahrzeuge nur damit finanziert. Wo muss man sich da anmelden? Ich hab da keine Ahnung von. Hab ich noch nicht mal gehört, damit sowas gibt. Ja, dann musst du halt ab und zu mal auf die Webseite gehen und dich mal über News informieren. Nicht einfach nur zocken ohne Hintergrundwissen. Genau. Da gibt's noch eine Seite von, geht doch einfach mal hin. War Thunder Turniere gibt es mal ein. Bei Google zum Beispiel, da gibt's eine extra Seite. WarThunderTournaments.com oder irgend sowas, keine Ahnung. Und da kannst du drauf gehen, dann meldest du dich ganz normal mit deinem E-Mail, Passwort und sowas an. Dann suchst du dir irgendeine Gruppe raus, wo du mit teilnehmen willst oder irgendein Gefecht, was dir Bock macht. Suchst du aus deiner Kampfgruppe oder irgendeinen Typen, der sich da auch mit anmeldet und dann zockst du mit denen zusammen. So. Und dann kriegst du jeden Tag deine Golden Eagles, wenn du gewinnst. Oder sagen wir mal, bis zum dritten Platz kriegst du Golden Eagles und danach geht's halt ein bisschen niedriger. Aber du kriegst auch kostenlos Premium-Konto und so eine Scheiße. Also deswegen finde ich CW total hirnlos. Wenn man auf Preise spekuliert, dann warte ich doch nicht einen scheiß verfickten Monat, Alter. Dann mach ich das tick. Weil wenn du täglich jetzt mal blöd sagst, nur 100 Goldiges kriegst, so, rechne das mal auf den Monat. Das ist auch deine 3000, aber die Preise sind meistens höher. Die sind bei 300 bis 400, wenn nicht sogar 500 Goldiges pro Tag. Du bist halt bei 15.000. Und brauchst du nur mal ein Premium-Konto schreiben, weil Premium-Konto kriegst du oben drauf geschenkt. Oder Titel, oder einzigartige Tarnanstriche, oder Auszeichnungen, oder was weiß ich. Es gibt sogar welche, da kriegst du Eventfahrzeuge, die gibt's sonst anderweitig nicht. Die gibt's nur da. Die stehen auch nicht auf der Webseite, die gibt's einfach nur da. Kannst du auch freischalten. Was ich selber mach's nicht, weil da sind die richtigen Hardcore-Gamer auch drin. Also wenn ihr euch wirklich so gut schätzt, dann probiert's doch mal aus. Weil gefühlt spiele ich dann nur gegen PC-Schwurzeln, Alter. Die mit ihrer Maus nur draufklicken brauchen direkt treffen. Solche Leute. Oder die nur campen und warten, bis du kommst, Alter, weil du willst doch, dass du irgendwann herkommst. Oh, naja. Jetzt dann erstmal wieder Party. Schönen Abend euch. Alles klar. Jo, bis dann. Sprech schon mal bei den Leuten an, ne? Na, ja, mach ich. Jo, servus. Ciao. Sag mal, sag ich. Ja. Was wollen die ganzen Ratten bei uns, Alter? Ja. Das ist. Der eine wechselt wegen 100 Punkte, die er mehr kriegt, Alter. Der andere wechselt hin und her, wo er dann irgendwo CW zocken kann, obwohl sie nicht mal so weit denken wie der Pfifferling, dass sie woanders mehr kriegen für weniger Aufwand. Und das sogar mehrfach am Tag, nicht nur eins, sogar kannst du am Tag bis zu 6-7 Turniere spielen. Mit 300 bis 500 Golden Eagles und das halt auf den Monat gerechnet, ne? Also, ja. Wahnsinn, Alter. Der soll doch richtig am Weg kriegen. Wahrscheinlich braucht man auch nicht so.